Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich immer über Post, egal fast von wem ich sie bekomme, solange es nicht die österreichische Post ist. Aber ich freue mich irgendwie ganz besonders auf Post von Vinegar Syndrome. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, dass sie nicht nur ein dermaßen geniales Label geschaffen haben, sondern auch einen irgendwie dermaßigen Kult drum geschaffen haben, dass es für internationale Filmfans wie mich einfach irgendwie was ganz Besonderes ist, bei ihnen zu bestellen. Und frei nach dem Motto, Vinegar ist mehr, musste ich Ende 2022 bei Ihnen noch einmal bestellen, weil ich war ja in der zweiten Jahreshälfte sogar Vinegar Syndrome Abonnent, habe jetzt für 2023 ein Jahresabo abgeschlossen, also quasi am 1. Jänner gleich einmal Filme im Wert von 1.100 € gekauft. Das war so, ich glaube, ich möchte dieses Jahr ein bisschen weniger Geld aus. 1.100 sind weg, okay, cool. Ich glaube, so viel habe ich noch nie an einem einzigen Tag in meine Sammlung investiert, aber ich kriege ja die ganzen Sachen dann eben erst über das Jahr verteilt. Das ist eine ganz schöne Sache, aber dieses Jahresabo bringt einem eben nicht nur die neuen Titel, die eben in der Vinegar Syndrome Mainline erscheinen, sondern eben auch Rabatte und Couponcodes für alle anderen Sachen auf ihrem Shop, eben ihre eigenen Sublabels beziehungsweise auch die Partnerlabels. Und witzigerweise jetzt im Jänner, für diejenigen, die das interessiert, gibt's noch, ich glaube, nur die ersten 7 Tage in diesem Jahr, jeden Tag die sogenannte 10-for-10-Aktion, wo man einfach 10 Titel aus dem Sortiment wild zusammengewürfelt aus Vinegars eigenen Sachen beziehungsweise eben Partnerlabels einfach um $10 bekommt. Da habe ich natürlich auch schon das ein oder andere Mal zugeschlagen. Aber was ich relativ interessant finde, ist, dass eben mit diesem Abo dieser Rabattcode kommt, und der funktioniert aber nur einerseits natürlich während dein Abo aktiv ist, aber auch nur in dem Jahr, wo diese Titel erschienen sind. Das heißt, obwohl ich eben die zweite Hälfte 2022 Abonnent war, galt mein Code nur 2022, und dieselben Titel, die damals in meiner Abozeit erschienen sind, kann ich mir jetzt nicht mit meinem 2023 Abokonto immer noch günstiger holen, falls man mir da irgendwie folgen kann. Deswegen habe ich mich natürlich dazu entschieden, das Jahr 2022 noch einmal ganz besonders ausklingen zu lassen, nämlich mit einer kleinen Bonusbestellung bei Vinegar Syndrome. Interessanterweise habe ich zwar angegeben, so wie eben üblich, dass sie mir die Sachen mit dem nächsten Abo-Paket schicken sollen, aber sie haben sich wieder mal dagegen entschieden, und obwohl man eben quasi ihnen beim Versandkosten sparen helfen möchte, mit diesem schick's mir einfach nächstes Monat mit den anderen Sachen mit, schicken sie es halt einfach gleich, und das finde ich in dem Fall wahnsinnig cool. In dem Paket sind, so viel kann ich schon einmal verraten, nur 2 Titel für mich drin. 2 andere habe ich für den lieben Robert mitbestellt. Die sollten hier eben auch mit drinnen sein, nämlich eben einerseits das Bloodorama Triple Feature. Das ist eben ein Release von Agfa, den habe ich auf meinem Kanal bereits hergezeigt. Und ausgepackt für diejenigen, die sich dafür mehr interessieren. Aber das Ding ist natürlich absolut wohlbehalten und ohne irgendwelche erkennbaren Schäden angekommen. Genauso wie eben auch hier die limitierte Schuber-Edition von dem, muss ich zugeben, recht interessant wirkenden Film aus dem Jahr 2021, nämlich sogar quasi ein Retro-Style-Blaxploitation-Film, Solomon King. Den habe ich mir aber aus welchem Grund auch immer nicht gegönnt, sondern eben nur für den Robert mitbestellt. Ich habe mir aber, weil man dachte, na gut, wann's schon, wenn schon, denn schon, kann man sich zumindest auch noch ein paar Kleinigkeiten mitnehmen. Einerseits habe ich mich da für den Film Lieutenant Jangles entschieden. Auch das von ETR Media, ein neuer Film, ein neuer Release, wo es aber, ich meine ganz ehrlich, die Tagline Crime is a disease, meet the condom. Ich glaube, das ist die geilste Tagline, die jemals für einen Film geschrieben wurde. Ich kam irgendwie nicht drüber hinweg, aber das soll tatsächlich ebenso wie auch schon der Ninja Commando eine Art günstig produzierte Retro-Style-Action-Komödie sein, und das ist irgendwie etwas, das genau nach meinem Geschmack ist. Und
Jetzt werden sich einige Leute wundern, ein Film, der natürlich in Wirklichkeit überhaupt nicht nach meinem Geschmack ist und etwas, wo ich hier auf meinem Kanal eigentlich immer wieder gesagt habe, dass ich das weder sammeln noch schauen noch mich auch nur ansatzweise dafür interessiere, nämlich ich drücke es einmal möglichst dezent aus, sodass der YouTube-Algorithmus mich nicht gleich aus dem Stream kickt, der sogenannte Erwachsenenfilm. Aber bei einem Erwachsenenfilm, der jetzt über ACFA rausgekommen ist, konnte ich tatsächlich nicht Nein sagen, weil er irgendwie trotzdem in mein Schema gepasst hat. Einerseits natürlich, weil es sich um eine klassische Filmparodie und Persiflage handelt, aber in erster Linie natürlich, weil ich das klassische alte Cinema Snob Review davon kenne und mich das Ganze alleine nur eben wegen dem Cinema Snob schon interessiert hat. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, vier Dinge, absolut perfekt und dieses Mal wirklich, also rabiatest schnell geliefert. Ich kann es eigentlich nicht backen. Das Ganze kam um den Jahreswechsel und ich glaube, jetzt nur, dass ich mich nicht verhau, also 3 oder 4 Tage, nachdem ich das bei Winnegard bestellt habe, kam das Paket von FedEx auch schon an, ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwelche Schäden dran. Dafür kann man an der Stelle einfach wirklich nur sagen, Dankeschön!